da investieren würde in diese Funktion, da müsste man dann fragen, was ist das für eine Funktion. Aber wo es vielleicht ein bisschen besser rechnerisch oder wo man ein bisschen besser rechnerisch unterwegs ist, wenn man den Server betreibt und sich einen zweiten Server einsparen kann. Und da bei den Serverkosten, da kommt man dann nämlich dann tatsächlich schon so gut mal in einen 5- bis 6-stelligen Betrag im Jahr rein, wenn die groß sind und viel Last haben. Wenn man sich da die Hälfte von den Servern einsparen kann, dann spart man sich die Hälfte von dem 5- bis 6-stelligen Betrag ein. Also durchaus so, ja, 100.000 Euro, 200.000 Euro kann das schon sein, wenn man da in der Performance ordentlich optimieren kann. Nochmal eine ganz kurze Frage zum Thema Standard-Software versus individuelle Software oder Customized-Software. Da gibt es sicherlich auch Überlappungen, ne? Weil nicht jede Standard-Software, die von der sogenannten Stange kommt, ist dann einfach auch, also es ist, man kann sich das ja nicht so vorstellen, ja, dass man eine Standard-Software im Enterprise-Bereich, selbst eine Shopware, aber mit Sicherheit auch kein SAP Commerce oder Adobe oder etc. einfach wie so im Supermarkt in Saturn reingeht und da ist dann am Regal so ein Pappkarton, wo drauf steht eShop B2B und man kauft sich das dann, installiert das und dann funktioniert das, ja. Und selbst bei Shopify haben viele Probleme, also das heißt, für wen lohnt sich deiner Meinung nach eine Individualsoftware jetzt nochmal speziell im Shop-Bereich, weil das Video läuft unter dem Namen Konfigurator Shop-Bereich. Ich glaube, es war auch ein Konfigurator dabei in dem Fall, wo ja häufig auch im B2B der Fall ist, weil man da ja, sagen wir mal, Maschinen irgendwie konfigurieren kann, die dann vielleicht teilweise 1 Million Euro kosten und dann vielleicht die man dann trotzdem noch auf einem etwas traditionelleren Weg dann vielleicht in Bestellung gibt, als wie jetzt ein Mausklick, ja, weil man da irgendwie auch ein Vier-Augen-Prinzip benötigt etc. pp. Also das heißt, diese High-End-B2B-Bestellprozesse sind nach wie vor ja immer noch etwas anderes, als wenn man jetzt im Amazon-E-Shop, nehme ich mal stark an, einfach was in den Warenkorb reinlegt und dann auf Klick und dann alles schon, Kreditkarte schon drin und so weiter und dann geht es einfach raus. Aber letztendlich diese ganze Vorprozess, das zu erleichtern und das auch letztlich 24/7 abbilden zu können, da ist ja, glaube ich, auch noch ein sehr großer Nachholbedarf nach wie vor auch in dem deutschsprachigen Raum für Industrieunternehmen, die B2B-Portale anbieten, in vielerlei Branchen, also ob das jetzt Edelmetall ist oder was halt auch gerade alles läuft, Maschinenbau und so weiter, Baubranche vielleicht aktuell nicht, ja, aber dafür wieder andere Branchen, irgendwo ist es immer gerade am Boomen. Und besonders die Mittelständler, die müssen sich da häufig Gedanken machen, okay, welche Software kaufe ich mir jetzt von der sogenannten Stange, da wo ich, sagen wir mal, schon mit 6-stelligen Lizenzkosten im Jahr dann unterwegs bin und habe dann hoffentlich meine bestimmten Vorteile eben dafür, dass ich eben diese Lizenzkosten dann bezahle. Und vielleicht habe ich beides in Kombination, so wie in dem Fall. Also wie siehst du das? Das ist natürlich ein super komplexes Thema, da könnte man wahrscheinlich eine ganze Videoserie von 25 Videos machen, die jedes Video geht 5 Stunden. Aber einfach mal so ein Abriss drüber, wie siehst du es aus deiner Warte? So bei diesem Use Case, da geht es ja genau um diesen Mittelständler, ne? So genau 500 Millionen Umsatz, paar tausend Mitarbeiter, aber eben noch in keinster Weise irgendwie Konzernflughöhe. Also der hat jetzt nicht auch unbedingt die Millionen einfach so rumliegen, die er in irgendwelche IT-Systeme oder E-Shop-Systeme oder Ähnliches investiert. Also der muss schon auch rechnen, ja, und jede 50 oder 100.000 Euro mehr, die er ausgibt, müssen irgendwo dann wieder verdient werden und tun dann eventuell auch weh, je nach aktueller Marktlage und so weiter und so fort. Wie stehst du denn zu dem Thema und wo siehst du da, sagen wir mal, den geeigneten Mittelweg? Wann ist eine individuelle Software, wann eine Standardsoftware, wann die Kombination daraus? Einfach mal so deine Einschätzung. Ja, das war jetzt eine spannende Frage. Also man muss sich bei Individualsoftware immer überlegen, wie viele andere haben genau mein Problem auch noch. Und dann ist es bei Buchhaltung und bei Steuerberatungssachen, wird man sehr schnell auf zu dem Schluss kommen, ja, da macht Standardsoftware absolut Sinn, weil das ist halt einfach auch schon per Gesetz einfach geregelt, wie das Ganze auszusehen hat. Bei vielen anderen Sachen, die dann individuell fürs Unternehmen sind, muss ich mir dann überlegen, okay, wäre ich bereit, mich so umzustellen, wie es alle anderen auch machen? Oder ist es wirklich ein USP, der bei mir liegt, weil ich die Sachen so baue, wie ich sie baue?
dass es da Sinn macht, das individuell auch als dann Software abzubilden. Was noch ein ganz interessanter Punkt ist, wo dieses Individualsoftware dann zur Standardsoftware wird, ist, wenn ein Produzent eine begleitende Software entwickelt, die er mit seinem Produkt eben rausgibt. Also das kann eine Maschinensteuerung sein, das kann eine App sein zu irgendeinem Gerät. Genau, und da bin ich sofort in dem Bereich, wo ich ja dann praktisch für mich selbst eine Software entwickeln lasse, also eigentlich individuell, die dann aber für den Kunden von mir wieder eine Standardsoftware ist. Und genau in dem Bereich, da hat man einen ziemlichen Hebel, auch dass sich diese Individualentwicklung dann rentiert. Wie gesagt, ansonsten bei den Prozessen, wenn ich irgendwie einen Prozess habe oder eine Konfiguration, die habe nur ich, dann muss ich es ja praktisch individuell machen, weil sich das mit Standardsoftware fast nicht abbilden lässt. Also ist auch immer so ein schwimmender Übergang zwischen wann ist es Programmierung, wann ist es Konfiguration. Also man kann auch bei diesen Konfigurationssoftwaren ja oft irgendwelche Tabellen hinterlegen oder dergleichen. Das ist ja dann auch schon, da ist es noch Konfiguration, aber es geht ja dann schon fast in die Programmierschiene rein. Wenn ich irgendwelche Prozesse habe, die nur spezifisch in meinem Betrieb halt so fahre, weil das halt mein Produktionsprozess ist, dann kann es halt sein, dass da wirklich die Individualsoftware dann das Mittel der Wahl ist, weil sich halt auch es nicht rentiert, daraus eine Standardsoftware zu bauen, weil der Markt zu klein ist. Also das ist immer so eine ganz, würde ich sagen, so als Daumenregel, wie viele andere haben genau dasselbe Problem wie ich und wie viele andere haben ein ähnliches Problem wie ich, wäre ich da mit einverstanden, mich auf die anzupassen. Und wenn ich dann sage, nee, das ist wirklich das Unternehmensspezifische, das ist mein Kern und das ist, wie es wir halt machen und davon weichen wir auch nicht ab aus Gründen, dann ist es eher so ein Punkt, wo man sagt, individuelle Softwareentwicklung oder halt eben, man gibt die Software dann auch als Standard zum Kunden raus, dann hat man da auch einen Mehrwert, den man für den Kunden schafft, weil man da eben diese, ich nenne es digitale Begleitprodukte, also ist nicht das Kernprodukt, aber durch diese digitale Begleitung, IoT ist ja eh ein heißes Thema, da schaffe ich einfach einen Mehrwert für den Kunden und das merke ich dann halt auch, wenn sich meine Hardware in Kombination mit der Software halt von der Konkurrenz abhebt. Ja, das Stichwort digitale Begleitprodukte, ich glaube, da müssen wir noch ein paar Extra-Videos machen. Also es wird dieses Video jetzt den Rahmen sprengen. Immer wieder auch Entscheider aus Industrieunternehmen in Deutschland am Telefon, die sagen, naja, mittlerweile können die Chinesen unsere Maschinen genauso gut bauen wie wir. Der einzigste Weg, uns jetzt noch ein USP zu verpassen, sind genau digitale Begleitprodukte. Ja? Also das ist ein riesiger Markt, der da gerade am initiieren ist, ja, da müssen sich, glaube ich, sämtliche Softwareentwickler, die in Deutschland ansässig sind, ganz besonders, da, glaube ich, kommen noch einige Überstunden auf sie zu, ja. Okay, vielen Dank für dieses Video. Ich möchte dieses Video jetzt mal mit dem beenden. Wenn euch in irgendeiner Art und Weise dieses Video gefallen hat, weitergebracht hat, in irgendeiner Art und Weise, dann tut uns bitte den Gefallen und supportet uns ein bisschen, indem ihr einen Daumen hoch gebt, das Video teilt oder kommentiert, weil wir nehmen uns hier extra, schneiden uns hier extra eine Scheibe aus unserer extremst höchst wertvollen Zeit raus. Und um euch ein bisschen weiterzuhelfen und wenn ihr Interesse habt, Michael ganz besonders ein bisschen näher kennenzulernen, dann hier.